Mario Gomez hat ein Tor geschossen, das ist es aber auch. Ich hatte zwischendrin Angst, dass er sich wundgelegen hat, dass man ihn wenden muss. Er nimmt diesen kompletten Druck und diese Wut, die er auch mit Sicherheit auch verspürt, schluckt sie runter und er denkt nochmal drüber nach. Er analysiert nochmal. Und dann... Danach begann die Verunsicherung. Da wurden dann die Aufgaben vernachlässigt. Ja, vernachlässigt. Nachverlässigt. Zuverlässigt. Okay, vernachlässigt. Mehmet Obtnöbel, ich finde, das klingt gut. Willst du meine Frau werden, Mehmet? Ich will nicht Matthias Scholl heißen. Okay, mehr. Alles klar. Was haben Sie denn für ein Partner? Ihr hört jetzt auf. Ich mach nichts, ich stehe einfach hier. Okay. Hassan, bitte. Lassen Sie vernünftig. Ich brauche meine Hose. Ich brauche mein Trinken. Also dann geh. Ich muss hier sein. Also gut, aber dann seid vernünftig, ja? Ihr könnt das alles machen, aber bitte nicht mir über die Hose. Das schaut furchtbar aus, wenn ich im Sportstudio mit so einer scheiß Hose sitze. So stinkt ja. Vorher, weißt du, was passiert ist? Wie ich abgehauen bin, habe ich wieder einen Faserriss. Bitte, Junge. Ja, jetzt hier gerade zwei Trottel da. Also damals war ich ein kleiner Junge, 12 Jahre alt. Erste Klasse, erste Schulklasse. Das ist ein Haifischbecken beim FC Bayern und da musst du, wenn du reinspringst, musst du sofort um dein Leben schwimmen. Zitat Scholl, die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn beim Einseifen zusieht. Verstehe ich nicht. Er ist mal gefragt worden, wovor er Angst hätte und er hat gesagt, vor Krieg und Oliver Kahn. Naja, Angeblich hat Scholli wohl ihre neuen Lederstiefel geklaut und soll splitterfasernackt nur mit ihren neuen Lederstiefeln bekleidet in den Massageraum gekommen sein und gefragt haben, wie findest du denn meine neuen Schuhe? Das stimmt, ja, das kann ich verstehen. So, jetzt nochmal um die Rolle von Michael Ballack. Müsste er nur die Sechserrolle einnehmen, kam nicht der Ball, war nur angedeutet. Simon Südel hat ihn am Mikrofon. Ich glaube, Mehmet ist der einzige Mann auf der ganzen Welt, der mich einblasen würde. Nein, im Ernst. Ich meine, Mehmet ist ein Mann von ganz großem Stil. Und er sieht geil aus. Geile Beine, geile Figur, geiles Gesicht. Und wir kommen später ruhig. Na, pst. Mir ist vieles heute unangenehm aufgestoßen und deswegen, das muss ich erstmal mit mir selber abmachen. Vielen Dank. Dankeschön. Muss ich erst mal sagen lassen. Danke.